um einen Bruch durch einen zweiten Bruch zu teilen, multipliziert man den ersten Bruch mit dem Kehrwert vom zweiten Bruch. Das heißt, man dreht diesen zweiten Bruch um. Wieso das so gerechnet wird, wird im Tutorial D12009 im Detail erklärt. Jetzt schauen wir, ob wir vertikal kürzen können. Nein. Ob wir schräg kürzen können, auch nicht. Also nehmen wir die Multiplikationen vor und finden als Produkt 35 Zwölftel. Diesen Bruch kann man nicht mehr kürzen. Schauen wir hier. Um diesen Bruch durch diesen zu teilen, multiplizieren wir den ersten mit dem Kehrwert des zweiten. Vertikal kann man nicht kürzen, aber diagonal wohl, und das darf man bei einer Multiplikation und nur bei einer Multiplikation. Hier können wir noch durch 2 kürzen und finden so 20 Drittel. Nächste Übung. Um diesen Bruch durch diesen zweiten Bruch zu teilen, multiplizieren wir den ersten Bruch mit dem Kehrwert vom zweiten Bruch. Hier können wir kürzen. Wir können zum Beispiel hier durch 6 teilen und hier durch 4. So erhalten wir 2 Drittel mal 9 Siebtel. Hier können wir aber noch schräg kürzen durch 3. Die Rechnung wird dann zu dieser und als Endantwort finden wir 6 Siebtel. Diesen Bruch kann man nicht mehr kürzen. Hier dieselbe Spielregel. Um diesen Bruch durch den zweiten zu teilen, multiplizieren wir den ersten, also 7 Zwölftel, mit dem Kehrwert des zweiten, also mit 18 Vierzehntel. Hier können wir schräg kürzen durch 7 und hier können wir schräg kürzen durch 6. 7 geteilt durch 7 ist 1, 14 geteilt durch 7 macht 2, 18 geteilt durch 6 macht 3, und 12 geteilt durch 6 macht 2. Hier können wir nichts mehr kürzen und finden somit als Endantwort 3 Viertel. Um diesen Bruch durch diesen Bruch zu teilen, denn das ist ein Bruch, wenn wir ihn auf 1 setzen, reicht es, diesen Bruch mit dem Kehrwert vom zweiten zu multiplizieren. Der Kehrwert von minus 12 Ganze, das ist minus 1 Zwölftel. Hier können wir noch zum Beispiel schräg kürzen, die 3 mit der 12, das kann man durch 3 teilen und findet somit 1 und 4. Man hätte hier auch vertikal kürzen können, das hätte dann zur selben Antwort minus 1 Sechzigstel geführt.